Ja, hi, guten Morgen. Es ist der 4.8.2017. Ich bin mal wieder im Wald, habe heute aber Unterstützung dabei. Dort vorne ist die Doris. Die hilft mir ein bisschen beim Sammeln. Und vielleicht werden wir ja fündig. Also, viel Spaß euch. Und den Anfang macht hier schon quasi direkt am Weg ein blutroter Filzröhrling. So, der blutrote Filzröhrling. So, ich habe auch gesehen, dass dort vorne noch ein weiterer Filzröhrling steckt, auch ein blutroter. Den sieht man hier, aber der ist noch so klein, den lassen wir einfach mal wachsen. Und hier direkt an dem moosigen Hang wächst dann gleich noch mal einer vom blutroten Filzröhrling. Der ist aber auch noch recht jung, der darf also auch noch wachsen. Die Doris hat hier jetzt einen Eierbovist gefunden. Ah, da nagt gerade eine Schnecke dran. Hey Schnecke, geh mal zur Seite. So, ja, den Eierbovist, den können wir sogar mitnehmen. Sehr schön, der Eierbovist. Die Doris hat mir gerade eine super Stelle gezeigt, die hat sie gefunden. Hier steht alles voller Sommersteinpilze, das müsst ihr euch mal anschauen. Es fängt dort an. Mit dem ersten, hier mit dem zweiten, schaut euch das mal an. Hier steht alles voller Sommersteinpilze, sensationell. Hier geht es gerade weiter und es sind richtig mittelgroße Burschen. Haben schon ein bisschen weiche Kappe, aber wir schauen mal. Da vorne stehen sogar noch ein paar Goldröhrlinge. Oh, da hinten geht es den Hang runter und da stehen sie auch drin, die Jungs. Wahnsinn. Also, dann machen wir mal uns ans Abernten. Hier auch. Klasse. Ganz toller Fund. Ach, da vorne geht es ja weiter. Das ist ja wirklich der pure Wahnsinn. Hier stehen noch ganz junge, knackige. Wahnsinn, ho, sensationell. Aber man sieht hier auch am Untergrund, es sind Eichen mit im Spiel, es sind Buchen mit im Spiel, wenn man sich die Blätter anschaut. Also wenn man diese Sommersteinpilze sucht, dann irgendwie in Wälder gehen, die Eichen und Buchen haben. Ja Leute, ich muss mich nochmal von derselben Stelle melden. Es ist sensationell, also ich bin hier jetzt quasi über den Moosbereich hinweg, da steht jetzt auch noch ein Steinpilz und ich laufe jetzt mal hier durch und hier vorne stehen überall Sommersteinpilze. Das ist der pure Wahnsinn. Hier auch, wenn man sich das anschaut, auf den Moosflächen hier, hier überall, jetzt krabbel ich mal auf allen Vieren, stehen also die Burschen rum, diese Sommersteinpilze, Goldröhrlinge. Hier vorne stehen drei Sommersteinpilze nebeneinander und hier auch. Es ist der pure, pure Wahnsinn. Wahnsinn. Also es ist wirklich der Wahnsinn. Hier an dieser Stelle wachsen also Hainbuchenröhrlinge. Und wenn man hier in dem Moosbereich entlang schwenkt mit der Kamera, sieht man wirklich Goldröhrlinge, Ziegenlippen, Rotfußröhrlinge. Wachsen hier sensationell beieinander. Also so viele verschiedene Röhrlinge auf einem Fleck habe ich jetzt bisher auch noch nicht gesehen. Hier zum Beispiel über Kopf wächst ein Sommersteinpilz quasi aus dem Wurzelgeflecht. Und dann sieht man auch, dass quasi auch über Kopf die Pilze wachsen können. Das heißt, das Myzel bohrt sich quasi durch den Boden, stößt dann auf der anderen Seite raus und bildet da den Fruchtkörper, also den Steinpilz, was wir jetzt sammeln, nach unten. Wahnsinn! Toll! Neben dieser Ziegenlippe wächst meines Erachtens schon der erste Semmelstoffelpilz.
Nee, gar nicht wahr. Das ist ein Pfifferling. Ha, Wahnsinn. Der sah von oben aus jetzt wie der Semmelstoppelpilz, der ja aber erst im Spätsommer, Herbst kommt. Aber ist ein gigantischer Pfifferling. Super. Klasse. Unreine Ziegen. Also der Wald steht wirklich voller Pilze. Von jeglicher Form, von Täublingen bis Reizgern, Perlpilzen. Hier steht wieder ein Perlpilz. Hier nebendran unmittelbar steht nochmal ein Sommersteinpilz. Da vorne kommt nochmal ein Sommersteinpilz quasi aus dem Boden geschossen. Da oben ist eine, so wie ich das so erkennen kann auf die Distanz, ist eine Ziegenlippe. Also unfassbar, was in diesem Wald verschiedenste Pilze zusammenwachsen. Sensationell. So, jetzt schauen wir uns mal den Sommersteinpilz an. Jawohl, der sieht auch schön aus. Auch die Blätter wegmachen, sehr schön. Ich bin einfach nur sprachlos und halte jetzt auch mal meine Klappe und lasse das Video jetzt einfach mal nur laufen. Hier noch zwei schöne Exemplare vom Hainbuchen-Whirling. Sommersteinpilz und ein aprikosenfarbener Filzröhrling. Unmittelbar am Wegesrand steht jetzt hier noch versteckt unter Brombeeren ein wunderschön riesiger Sommersteinpilz. Oh, Wahnsinn. Was für ein Apparat. Toll. Super. So, das ist der erste Fund aus dem ersten Wald. Wir haben jede Menge Sommersteinpilze, ein paar Eichensteinpilze und letztendlich auch noch andere Röhrlinge, Pilzrote, Hainbuchen, Ziegenlippen und auch noch, ich habe nochmal genau geschaut, das müsste der samtige Pfifferling sein. Samtiger Pfifferling. Ist aber essbar.